begrüßen Sie im Konzerthaus Martin Wacker. Auch in unserer Stadt, gar in meiner geschätzten Turmgemeinde, hält eine englische Lümmelei, eine englische Krankheit Einzug. Man nennt sie Fußball. Herr ehrenwerte Bürger, sie wird in kurzen Hosen gespielt, prüht Teufel. Heimat. 125 Jahre KSC. Nachdem die Idee einer eigenen Fußballabteilung jedoch rigoros abgeschmettert wurde, gründeten die Turner im Jahr 1894 eigenständig einen Fußballverein, den FC Phoenix. Der Name Phoenix kommt dabei nicht von ungefähr, da doch der Verein quasi aus dem Nichts entstanden ist. Mit Blick auf die letzten 5 Jahre hätte ich mir beim 120-jährigen Jubiläum nicht träumen lassen, dass wir unser damaliges Motto, nämlich Kämpfen, Leiden, Siegen, nochmal derart strapazieren sollten. Das ist ein Trikot mit den Originalunterschriften der Nationalspieler. Und ich kann euch versichern, ich habe auch extra gefragt, es ist vom Hinspiel in Holland und nicht vom Rückspiel. So mitbekommen habe, glaube ich, kann man schon sagen, es war wirklich ein ganz würdiger Abend, die 125-Jahr-Feier des KSC, und wir sind sehr stolz auf unseren Verein und auch auf alle, die an der Vorbereitung des Abends mitgewirkt haben. Alle Mitarbeiter am Verein haben sich unglaublich angestrengt, jeder war begeistert, heute was auf die Beine zu stellen, was unserem Verein angemessen ist. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Spieler, die hier gespielt haben. 4-mal musste er hinter sich greifen, der große Blonde mit den starken Nerven, wie Trainer Winnie Schäfer ihn schon damals charakterisierte. In Karlsruhe geboren, war er noch Schüler, damals und zwar am Helmholtz-Gymnasium, übrigens wie der KSC 1894 gegründet. Für mich bedeutet Heimat vor allem die Erinnerung an Kindheit und auch die Erinnerung an Jugend. Und deswegen ist das für mich hier heute schon ein ganz, ganz spezieller Moment. Es ist eine besondere Ehre für mich, hier diese Gastrede halten zu dürfen und natürlich auch dem KSC recht herzlich zu gratulieren zu an dem 125-jährigen Jubiläum, was absolut Großartiges ist. Und Oliver Kahn hielt, was zu halten war. Er einer der stärksten Torhüter der Liga. Fritz Walter. Wieder links und wieder gescheitert. Das darf nicht wahr sein. Für Oliver Kahn war es das letzte Heimspiel übrigens als KSC-Profi. Seit der F-Jugend legt er sein strohblondes Haupt nachts auf die KSC-Bettwäsche. Der Abend war hochemotional. Also, ich meine, ich habe ja jetzt auch schon vieles erlebt, auch in den letzten Jahren. Und ist ja auch nicht die erste Rede, die ich jetzt gehalten habe. Aber das war schon was ganz Besonderes. Und ist auch so passend. Der KSC hat ja so Heimat für sich als Slogan irgendwo auserkoren. Und für mich
ist das hier echte Heimat im Sinne von Kindheit, Jugend. Hier bin ich aufgewachsen, hier sind meine Wurzeln. Und ich habe es ja auch zum Schluss gesagt, ohne den KSC wäre meine Karriere so als Fußballer nie möglich gewesen. Ja, wir wollen es anerkennen, welche große Leistungen Oliver Kahn für den KSC gebracht hat, als er bei uns früher war, und welche Ikone des Vereins Oliver Kahn ist. Und als Anerkennung für seine Leistungen haben wir ihm heute Abend die Ehrenmitgliedschaft verliehen und die Urkunde ausgehändigt. Und ich glaube, das war auch für ihn ein bewegender Moment, und er hat sich sehr darüber gefreut, und es freut wiederum uns. Was mich beruhigt hat, war, dass der nackte Mann immer noch da steht, wo er steht. Aber das soll sich ja auch jetzt im Zuge des Stadionbaus irgendwann mal verändern. Und wenn selbst der sich verändert, da sieht man eben, die Zeit schreitet voran. Nein, ich bin aus dem Osten gekommen hierher, und für mich war die Bundesliga immer sehr weit weg. Und man hat uns ja immer so suggeriert, der Westen ist nur so Ellenbogengesellschaft und so weiter. Und dann habe ich hier in Karlsruhe eigentlich ein ganz anderes Klima erlebt. Die Mannschaft war super. Du musst jeden Tag gerne in die Kabine kommen. Und ich würde alles dafür geben, wenn ich morgen früh in die Kabine kommen würde und ich wäre Teil noch dieser Mannschaft. KSC. Ich bitte um einen Applaus für all diejenigen, die in der Technik, hinter den Kulissen, an diesem Festakt mitgewirkt haben, allen voran Luca, Matthias und Fabian. Vielen Dank. Ich denke, Sie haben großartige, emotionale Bilder geliefert.